Ja, hey ho zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Part der Harry Potter-Reihe. Ja, da ihr ja erfahren habt, dass das mit dem vierten Teil leider nicht mehr so wirklich funktionieren wird und dass ich den leider nicht bis zum Ende durchzocken kann, ja, muss ich jetzt halt leider mit dem fünften weitermachen. Das ist wirklich keine Absicht gewesen. Also ganz ehrlich, ich habe da wirklich Probleme mit den Speicherständen gehabt. Ich kann euch das auch gerne mal zeigen, aber ich hätte ihn auch auf jeden Fall. Nein, bitte nicht nochmal. Danke. Nein, danke. Danke. Ich hätte ihn auch auf jeden Fall zu Ende gespielt, aber jetzt geht es dann auf jeden Fall mit dem fünften Teil weiter und ich will auch gar nicht viel drum herum labern. Ich würde sagen, es geht einfach mal los. Gut, natürlich werden wir ein neues Spiel anfangen. Keine Frage. Ich habe vorhin nur geguckt, ob alles auch funktioniert. Deswegen ist da schon ein Spielstand vorhanden. Schwierigkeit? Leicht? Ich weiß nicht, leicht ist ja eigentlich. Nehmen wir mal normal, weil leicht ist hier bei den Spielen eigentlich Kindergarten. Grafik? Passt. Ups. Naja, irgendwie kacken mir die Spiele immer ab, wenn ich an der Grafik irgendwas ändern will. Deswegen lasse ich das jetzt einfach mal. Jupp. Rechter Haken, Big D. Wir sehen uns, Big D. Morgen um dieselbe Zeit? Hey, Big D. Wieder einen Zehnjährigen verprügelt? Wenigstens jammer ich nicht im Schlaf. Lass Cedric leben! Was meinst du damit? Hey! Was machst du da? Ich mach gar nichts. Oh nein! Hör auf damit! Oh mein Gott, Dementors. Ich muss aber ganz erstmal ganz kurz die. Ach, hier kann man auch nicht die. Okay. Ja gut, offensichtlich kann man hier nie in den Optionen die Lautstärke umstellen, deswegen muss ich das jetzt erstmal so machen. Expecto Patronum! Okay, warte nochmal. Man muss den Zauberstab dabei auch bewegen. Also es reicht nicht, wie da unten stand, dass man einfach nur mehrfach auf die linke Maustaste drückt. Man muss den Zauberstab auch ein bisschen hin und her bewegen. Eigentlich muss man ihn nur hin und her bewegen, was ich gerade merke. Also man muss ihn nur hin und her bewegen. Expecto Patronum! Und schon macht man den Patronus-Zauber. James! Zauberei Minderjähriger in Gegenwart von Muggeln. Holy shit. Plotter. Sehr gut. Eine Gefahr für die Gemeinschaft der Zauberer? Das war Selbstverteidigung! Hallo, Harry! Schön, die anderen Mitglieder des Ordens haben dich sicher hierher gebracht. Ja, nachdem er endlich gepackt hat. Bis dann, Harry. Ja, danke, Tonks. Tonks ist echt cool. Sirius! Willkommen am Grimoire-Platz Nummer 12, dem Hauptquartier des Ordens des Phönix. Was für ein Orden? Eine Geheimgesellschaft. Die Leute, die das letzte Mal gegen Voldemort gekämpft haben. Komm, ich zeig dir alles. Was hast du gemacht? Spielt doch keine Rolle, solange ihr euch hier im Hauptquartier des Ordens bestens amüsiert habt. So aufregend war das gar nicht. Die meiste Zeit haben wir Mom beim Putzen geholfen. Mrs. Weasley ist mit sehr viel Eifer bei der Sache. Kannst du mir helfen? Ich muss alle Sachen an die Wand stellen, damit Mom den Boden wischen kann. Mach nur, Harry. Du bist jetzt nicht mehr bei den Dursleys und darfst Magie verwenden. Versuch's mal mit Aktion, Dipul, so. Schön und gut, aber diese Zauber beherrsche ich noch nicht. Mach's mir einfach nach. Üben wir als erstes Aktion. Ich zeig's euch mit diesem Stuhl. Ziele zuerst auf den Stuhl. Schwenke deinen Zauberstab dann so und sag Aktio!
Aktion! Also einfach nach unten ziehen. Aktion! Gut so. Jetzt mach's nochmal. Ausgezeichnet. Jetzt mach's Ginny nochmal vor. Und zack. Sehr gut, Harry. Aktion. Ja, ist jetzt so nicht so, dass das jetzt voran. Aufgeräumter Vielleicht ist als vorher. Vielleicht bin ich sogar vor dem Nachmittagstee fertig. Mit Aktio kannst du Dinge zu dir ziehen und mit Depulso kannst du sie wegdrücken. Alles, was du tun musst, ist zielen, deinen Zauberstab so schwenken und Depulso sagen. Wahrscheinlich dann nach oben, ne? Damit man die von sich wegdrückt. Depulso! Genau. Sehr gut. Depulso! Gut gemacht, Harry. Jetzt versuch's nochmal. Du hast den Dreh raus. Absolut. Jetzt noch ein letztes Mal. Hä? Wir müssen also alles von hier nach dort drüben stellen? Genau. Also ich hätte das ja mit Wingardium Leviosa einfacher gefunden. Aha, die Pfeiltasten, um das Ziel zu wechseln. Er hat ja nicht mal ein Ziel gerade, hallo? Bitte? Aktio! Nein, nicht Aktio. Nach vorne drücken. Weg damit. War das? Ach, da ist auch noch was. Ja, Ginny macht das schon. Hey, dann nimmst du mir die ganze Aktion. Oh, Alter. Warum zieht die das jetzt die ganze Zeit zu uns? Das ist voll dumm. Hallo, Ginny. Lass mal gut sein. Ich mach das schon. So, bitteschön. Danke. Vielleicht hört Mom jetzt mal 5 Minuten auf zu meckern. Hast du Ron oder Hermine gesehen? Mom hat uns ganz schön mit Arbeit eingedeckt. Sie müssen hier irgendwo sein. Suchen wir sie. Bis bald, Ginny. Ich fand den Raum eigentlich ganz cool. Wie da war dein Sommer? Ihr habt euch bestimmt toll amüsiert, während ich bei den Ich komm gar nicht zum Reden, saß. Leute. Wir mussten schwören, dass wir dir nicht schreiben. Dumbledore dachte wohl, das sei das Beste. Er war echt wütend, als er von den Dementoren gehört hat. Wenn ich nicht bei den Dursleys festgesteckt hätte, wäre das vielleicht nicht passiert. Musst du Molly auch beim Aufräumen helfen, Hermine? Ich soll das hier reparieren. Dann helfen wir dir. Dafür brauchen wir Repar. Wow. Sieh ganz genau hin. Ziele auf den kaputten Gegenstand. Dann schwenkst du deinen Zauberstab so und sagst Reparo. Voll Gummiarm. Reparo! Also gut, reparieren wir den nächsten Gegenstand. Also gut, wir werden hier 0, nichts Ordnung schaffen. Ja, also Reparo finde ich ist einer der nützlichsten Zauber überhaupt. Ausgezeichnet! Na los, Hermine, mach hier Ordnung, dann hört Molly vielleicht endlich auf zu schimpfen. Wie nett. Okay, lass mich mal ein bisschen umschauen hier. Hermine? Ah, hier hinten ist auch noch was. Guck mal. Hallo? Ach, andersrum, ne? So. Warte, ich helfe dir. Woohoo! Oh, awesome. Danke, Sirius. Ach, da ist auch noch was. Hier, da. Nee, nicht. Lass mich dir helfen. Dann geht's schneller, definitiv. Und Hermine steht wieder nur rum. Hier würde sicher nicht so ein Chaos herrschen, wenn Creature ein wenig Hilfe hätte. Oh. Creature würde es nie zulassen, dass ein anderer Hauself das Haus seiner Herren besudelt. Wer ist Creature? Ein nichtsnutziger Hauself. Deine anderen Freunde möchten dich bestimmt sehen. Suchen wir sie. Was ist denn passiert mit den Dementoren? Ich dachte, du wärst bei den Muggeln sicher. Sei froh, dass Lupin dir Expecto Patronum beigebracht hat. Und wie froh ich bin. Vor allem darüber, dass ich von Hogwarts verwiesen werde, weil ich einem Dementor davon abgehalten habe, mich zu küssen. Du wirst schon früh genug wieder in Hogwarts sein. So schnell auch wieder nicht, denn ich werde eine Weile zum Packen brauchen. Dann helfen wir dir. Ja, Wingardium Leviosa, der Schwebezauber. Sieh genau hin. Ziele mit dem Zauberstab auf die Kleider und schwenke ihn dann so. Einfach hin und her. Wingardium Leviosa! Wenn die Kleider erst einmal in der Luft sind, kann man sie so herumbewegen. Unterbricht den Zauber, um die Kleider in den Schrank zu räumen. Okay. Wingardium Leviosa! Gut gezaubert. Also mal ganz ehrlich, für sowas braucht man eigentlich echt keinen Zauber, oder? Ich meine, packen, das geht ja nun mal auch so, gerade wenn die Sachen eh schon zusammengelegt sind. Klasse! Üb weiter! Wenn man zaubern kann, wird man echt faul. Aber ich wünschte trotzdem, ich könnte es auch. Gut gezaubert!
Du hast den Dreh raus. Jetzt lass uns hier aufräumen. Schicker Pulli, Ron. Also, irgendwie ist die KI hier auch noch nicht hundertprozentig, aber auf jeden Fall um einiges besser als im vierten Teil, glaube ich. Danke. Wieso herrscht hier eigentlich so ein Chaos? Wingardium Leviosa. Nützlich, um Dinge herumschweben zu lassen und Rons Socken nicht anfassen zu müssen. Oh, der drückt sich irgendwie davor, richtig hat sich schlau gemacht. Sie können dich nicht von der Schule verweisen. So, so. Was wollten die Dementoren eigentlich? Das würde ich auch gerne wissen. Ich muss zu einer Versammlung des Ordens. Bleib du bitte bei deinen Freunden, Harry. Ob die Versammlung wohl wichtig ist? Suchen wir die anderen. Guten Abend. Alle warten auf Sie. Da lang bitte. Es ist Dumbledore. Denkst du, was ich denke? Wir können den Tarnumhang benutzen, aber es wird immer schwieriger, sich zu verstecken. Voldemort scheint die Sache sehr wichtig zu sein. Wir müssen einen Weg finden. Voldemort ist hinter irgendeiner Waffe her. Etwas, mit dem man viele Leute ermorden kann? Psst! Die Versammlung ist zu Ende. Schnell ins Bett, bevor Mom uns erwischt. Ich hoffe, unsere Leute kriegen es, was immer es ist. Ja. Fast da. Ich bin fast... Da, Harry! Gerichtsraum 10? Vor dem gesamten Zaubergamott? Und wegen Zauberei Minderjähriger? Ruhe! Ruhe! Alle, die für eine Verurteilung sind! Mutter entgeht Bestrafung. Wir möchten unsere neue Lehrerin für Verteidigung gegen die dunklen Künste begrüßen. Professor Dolores Umbridge. Sie... Herr Direktor, danke, vielmals danke. Das Zaubereiministerium hat der Ausbildung immer die allergrößte Bedeutung beigemessen. Und doch muss dem Fortschritt um des Fortschritts willen eine Absage erteilt werden. Ein Sie Gleichgewicht ist der Freundin von also zwischen Altem und Neuem. Wirklich aufschlussreich. Zu bewahren, ein Haufen Geschwafel. Das Geschwafel enthielt wichtige Hinweise. Wo wir Verhaltensweisen finden. Vielen Dank, Professor Umbridge. Und alle Neuankömmlinge heiße ich herzlich willkommen in Hogwarts. Die Gryffindors sind ekelhaft. Ich höre gar nichts. Hör zu, Ron. Ich freue mich, dass du Vertrauensschüler wirst. Damit hätte ich nie gerechnet. Ich dachte, du bekämst den Job. Nee, ich habe zu viel Ärger gemacht. Ja, daran wird's wohl liegen. Los, gehen wir in den Gemeinschaftsraum. Okay, Leute, endlich mal im Spiel richtig angekommen, würde ich sagen. Die Steuerung hier ist ein bisschen strange. Vielleicht steige ich auch wieder auf den Controller um, mal schauen. Aber wir sind auf jeden Fall wieder in Hogwarts angekommen. Ich freue mich wahnsinnig auf dieses Spiel, denn es gefällt mir auch unglaublich gut. Und ja, ich würde sagen... Nach Hogwarts werde ich im Ministerium anfangen. Mein Vater hat gute Beziehungen. Für Leute niederer Herkunft ist das wirklich schwierig. Mein Gott. Okay, ich habe jetzt im ersten Part nicht wirklich viel reden können, weil die Figuren am meisten geredet haben. Und vor allem die im Orden des Phönix einfach die ganze Zeit über. Und man ist ja von einer Cutscene in die nächste gesprungen, beziehungsweise gesprungen worden. Jedenfalls haben wir ein paar Zauber gelernt, wir haben den Grimmauld Place kennengelernt und ja, ich würde sagen, dann erkunden wir beim nächsten Mal Hogwarts. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Schaut auch unten in die Videobeschreibung, wie immer, wichtige Links und so. Und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!